Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände nicht fahren lässt. Im 95. Psalm heißt es: Kommt und jauchzt vor dem Herrn. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei, denn er ist unser starker Helfer. Wir treten vor ihn mit unserem Dank, wir ehren ihn mit unseren Liedern. Denn der Herr ist der höchste Gott, der große König über alle Götter. In seiner Gewalt sind die Tiefen der Erde und ihm gehören auch die Gipfel der Berge. Das Meer gehört ihm, er hat alles gemacht und auch das Land, er hat es geformt. Kommt, verneigt euch, werft euch nieder, geht auf die Knie und betet ihn an. Ihn, den Herrn, unseren Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er sorgt für uns wie ein Hirt, er leitet uns wie eine Herde. Lassen Sie uns miteinander singen, Ausgang und Eingang, Nummer 175. Lasst uns beten. Du Gott ermutigst uns, dich zu bitten, wie Kinder ihren Vater bitten. Schenke uns das schlichte Vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Du willst, dass wir das Leben in seiner Fülle haben. Wenn wir die Hände falten, dann gib uns einen klaren Kopf, einen wachen Verstand und ein offenes Herz. Lass uns die Welt ansehen mit deinen Augen und uns selbst auch. Lehre uns beten. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag, Rogate betet, steht im 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel, die Verse 1 bis 6a. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden, denn dies ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Lassen Sie uns Gott antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen, Danke für diesen guten Morgen, Nummer 334. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, beten kann ich auch zu Hause. Sie machen es im Augenblick auch. Aber ich glaube, Ihnen geht es so wie mir. Ich habe den Satz schon oft gehört. Und zumeist wird er damit begründet, dass es nichts Geheucheltes sein soll. Gebet ist halt privat. Und Beten ist kein Schaulaufen vor der Öffentlichkeit. Und mit dieser Ansicht sind die Redner ganz dicht bei Jesus, der das laut Matthäus-Evangelium auch sagt. Gebete gehören bei vielen Menschen noch zum Alltag, auch wenn wir sie in kirchlichen Breiten nicht mehr sehen. Und da beten Menschen mit einem Dank für den neuen Tag, die Mahlzeit, die Begleitung am Vortag. Da wird um konkrete Anlässe, Ängste, Nöte gebetet. Und manch einem gehen die Worte aus, weil er nicht in der Lage ist, einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn, ihn zu formulieren. Spüre das bei vielen Beerdigungen, wie entlastend es ist, dass ein anderer Worte findet. Seien es die Worte der Psalmen, sei es die Worte der Gebete, die gesprochen werden. Und ganz besonders, wenn das Vaterunser gebetet wird. Da sind vertraute Worte in einer schier ausweglosen Situation am Grab. Und Gott sei Dank, man hat Worte dafür. Gut, dass sich jeder dann an etwas festhalten kann. Vertraute Worte, die Trost und Halt geben. Und sprechen auch die mit, die wir als eher kirchenfern einstufen würden. Das Vaterunser hat eben eine ganz eigene Faszination des Vertrauten, des immer Wiederholten. Keiner muss Worte finden, Jesus hat sie uns schon gegeben. Worte, die uns in besondere Beziehungen stellen. Denn plötzlich haben wir Worte, mit denen wir Gott ansprechen können, Vater unser. Wir stehen vor ihm mit unserem Leben, ohne alle Dekoration. Und es ist zu spüren, wie das wohltut. Sich mal nicht zu inszenieren.
keine große Kreativität, keine Schau. Gott und mein Leben auf Augenhöhe. Mit aller Ernüchterung, aber auch Entlastung davon, etwas beweisen oder darstellen zu müssen. Mit allem Gelungenen und Gescheiterten einfach vor dem Ursprung des Lebens stehen. Das ist wie eine große Pause. Entlastung. Auftanken können. Nur einen Moment. Wenn man im stillen Kämmerlein betet, auch das Vaterunser, hört das Gefühl vielleicht irgendwann auf, weil es nur Routine ist, man sich nur selber hört. Wenn ich an das Vaterunser denke, denke ich an einen Moment, der schon unheimlich lange zurückliegt. Ich stand in der Kathedrale von Coventry in England und jede Besucherin, jeder Besucher wurde aufgefordert, in seiner Muttersprache das Vaterunser mitzubeten. Ein Erlebnis mit Gänsehaut. Menschen unterschiedlicher Nationalitäten fühlen sich plötzlich aneinander gewiesen in diesem vertrauten Wort. Man hat gar nicht mehr den Eindruck, da sind große Entfernungen dazwischen. Tiefstes Gefühl des gemeinsamen Verstehens an einem Ort des Friedens. Eine ähnliche Rolle scheint das Gebet auch im Gottesdienst zu haben. Wenn ich höre die Enttäuschung von Gottesdienstteilnehmenden, wenn das Vaterunser nicht vorkommt. Was wie Plappern wirkt, durch die ständige Wiederholung, trägt viel mehr aus. Und dennoch plädiere ich immer wieder für gelegentliche Pausen in der Nutzung des Herrengebets, damit es wieder richtig gespürt werden kann und eben nicht so einen oberflächlichen Charakter erhält. Mit Abstand und Freude es wieder gerne zu sprechen, auch gemeinsam zu sprechen. Denn den Aspekt der Gottesbeziehung haben wir bedacht, aber die besondere Bedeutung der Bitte um Vergebung verweist noch auf einen anderen Gesichtspunkt des Gebets. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Das stellt in eine Beziehung zum Mitmenschen. Diese Bitte soll nicht nur die kaputte Beziehung zu Gott heilen, sondern auch die zu unseren Mitmenschen. Beten und Handeln liegen hier ganz dicht beieinander. Wer aus Gottes Vergebung lebt, schafft auch den Raum, anderen diesen Neuanfang zu ermöglichen, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Nur dann wird das Leben heil in all seinen Bezügen. Dazu lädt Jesus uns ein. Und darum soll das Gebet kein Geplapper sein. Gott braucht keine Vorträge, damit er tut, was uns gut tut. Er braucht Herzen, die sich ihm und den Mitmenschen zuwenden. Darum ist das Gebet eine Geschichte, die sich im Innersten vollzieht und nicht im Schaulaufen. Darum kann das Gebet in der Gemeinschaft und zu Hause stattfinden. Aber es ruft immer wieder in die Gemeinschaft zurück. Und darum erklingt normalerweise beim Gottesdienst während des Vaterunsers auch die Glocken, damit alle, die nicht da sein können, mit einstimmen in das Gebet, das mit wenigen Worten so viel sagt. Auch wenn wir dann nicht jedes Wort durchdacht und neu erfunden haben,
sondern uns einfach geborgen fühlen können in der Gegenwart Gottes und der Gemeinschaft der Mitbetenden. Darum heißt es eben in Matthäus 6, wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, mach deinen Namen groß in der Welt. Komm und richte deine Herrschaft auf. Verschaff deinem Willen Geltung auf der Erde genauso wie im Himmel. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Dir gehört die Herrschaft und Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber dem anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander singen. Lied Nummer 645. Kommt, lasst uns beten. Gott, wenn ich dich bitte, dann öffne ich dir ein wenig mein Herz. Ich zeige dir, was mir fehlt. Und wenn ich dann noch weiter bitte, öffne ich dir mein Innerstes noch mehr. Am Ende siehst du mich, wie ich bin. Und meine Seele ist vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch. Es ist gut für mich, wenn ich dir sage, was du schon weißt. Du bist ein kluger und gütiger Vater, bist mir unendlich voraus und doch nah. Finde mich, schön mein Gott, und finde mich deiner Freundschaft wert. Sieh hin, wenn ich im Guten unterwegs bin und stärke mich. Halte mich zurück, wenn ich Böses tun will. Und wenn ich doch gehe, dann löse meine Tränen und lass mich Frieden stiften und finden. Gib mir, was mein Leib braucht: Nahrung, Kleidung, festes Haus,
ein eigenes Kissen und Menschen, denen ich mich anvertrauen kann mit Leib und Seele. Lass mich hingehen zu den Menschen. Allen gilt deine Liebe. Entdecke mir deine Spur in den Gesichtern, in der Welt. Lass das Gespräch nie enden von dir zu mir, von mir zu dir, bis es einmal einmündet in das Lob der Engel. Jetzt bete ich, wie du es mich gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lied Nummer 607. Segne und behüte uns der lebendige und lebenstiftende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.